Ja, aber damit. Ja. Ich glaube, auf die Runen da hinten verzichte ich jetzt. Kein Bock, da nochmal hochzuklettern. So. Ah, hier ist ja sonst gar nichts. Komme ich da hin? Vielleicht verzichte ich doch nicht drauf. Ich nehme 110 Runen. Schade. Dann halt nicht. Okay. Na gut, dann haben wir die Ecke auch fertig. Dann zurück in die Höhle und wieder raus. Und dann nehme ich zu der einmarkierten Insel nochmal hin. So, ich habe da auf jeden Fall irgendein komisches Vieh schon da hinten lauern sehen. Da oben. Kann ich mich anschleichen? Wow! Danke dafür, du kleiner Penner. Das sind mir jetzt ein paar zu viele. Die geht's, gehe ich auch. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Nehme ich mir einfach meinen Loot und gehe. Für Glassplitter! Für Müll! Dafür riskiere ich mein Leben. Ja, oh, das schleicht sich an den an. Dann schleiche ich mich an den an. Das ist genau das. Also, es war schon smart von dem. Aber trotzdem ein kleiner Penner. Nee, noch ein. Hi. Verfolgt mich da. Oh, ich bin von meinem Pferd gefallen. Können wir damit aufhören? Moment. Das war die falsche Waffe. Aua! Du hast vor allem noch einen Fitzel Lebenspunkt. Bleib mal stehen. So, meine Güte. Einer von denen. War das alle? Okay. Ein Grabpfeilchen. Da ist noch welche. Nicht nur einer, es ist noch mehr anscheinend. Komische Leute. Jo, denk mal, das waren dann hier auch alle. So, hier vorne ist jetzt nochmal eine Ruine. Die Ruinen von Laskia. Oh, hier ist auch wieder ein Teleportal. Was bist du? Oh, hallo. Okay. Ich nehme jetzt mal dich einmal weg. Oh. Chill.
Ich dachte nicht, dass er so abdreht, weil er einfach nichts gemacht hat, gerade die ganze Zeit. Gehen wir von dem Seeufer aus. Ich glaube, das ist am schnellsten. Die Viecher aus dem Trailer. Okay. Ja, weil gerade nichts gemacht und plötzlich so dreht er völlig am Rad. Falsche Richtung. Da muss ich lang. Ist das da vorne direkt schon? Nee, Moment. Doch, hier bin ich. Oh, hier sogar ein Ort der Gnade. Passend. Setze ich mich hier einmal schnell hin, um die einmal wieder zu resetten. Ja, danke. Hier die Sachen noch durch die Gegend fliegen. Oh, Handbuch des Schmiedesteins. Wer greift mich hier noch an? Hä? Ich habe die Gegner resettet. Als ob er mich aus der Entfernung noch gesehen hat. So. Ach, hier waren wir. Wait, das ist zwei? Nee, das ist nur ein normaler Dude. Die spawnen einfach allgemein hier aus dem Wasser. Moment. Das sind mir jetzt ein paar zu viele ja doch hier, ne? Oleg. Ja, hilf mal mit. Wir wollen es mal jetzt auch nicht übertreiben hier mit den... Alter! Was? Zum Teufel! Von wo greifen die mich alles an? Von allen Ecken einfach. Holy moly, wirst du hier beschossen. Und Ritualtopf. Okay. Moment. So. Oh, keine Magie mehr. Meine Güte. Wenn ihr zu 30 hier kämpft, dann kämpfe ich auch halt mit ein paar mehr an. Ein normaler Schmiedestein, Level 3. So. Die haben ja richtig fette Party gehabt. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie noch was finden. Ansonsten. Teleport. Ja, da muss man noch so eine Rune. Oleg ist auch nur für den Teil hier in der Mitte gedacht. Wenn ich zu weit rauslaufe, will er wieder gehen. Ne, okay. Scheint hier jetzt erstmal alles gewesen zu sein. Ich bin nochmal in dem Turm hier. Nee. Okay. Dann gucken wir uns doch mal an, wo dieses Portal uns wieder hinbringt. Aktuell landet man da gefühlt echt so einfach nur 3 Kilometer weiter, aber irgendwie dann doch an irgendwas vorbei. Ja gut. Ja gut. Sache ist, jetzt haben wir ja eigentlich hier unten schon alles so, ich sag mal, bis hierhin alles erforscht. Den Teil fehlt noch nicht. So quasi den hier haben wir den Sumpf erforscht. Und bis hierhin so. Ich kann das mal öffnen und mal reingucken, so ein bisschen vorsichtig.
Geht das denn schon auf? Oder fehlt mir noch was? Das sah cool aus. Einfach durch das Portal durch. Durch das Siegel. Lyurinia, das Seenland. Wo bin ich jetzt? Ach, einfach nur auf der anderen Seite. Irgendwie habe ich mich sehr weiter geportet. Gehe ich da jetzt rein? Was ist damit? Oh, da kann ich auch einfach durch. Und lande jetzt in der Hochstraße von Bellum. Ah, habe ich da jetzt einmal komplett durchgeportet. Und ich habe ja gerade schon Ort der Gnade gesehen. Oh, stylisch. Ist das noch so eine Finger-Dudette? Es tut mir leid, liebe Schaf, aber ich brauche gerade mal ein paar Knochen. Langsam, die skippe ich lieber durch. Soll ich hier vorne jetzt weiter? Ist hier jetzt was? Ne, hier ist auch einfach nur ein weiterer Weg. Ist nur ein Gegner? Ja, ne? Ein magischer Gegner. Wahrscheinlich nicht weniger cool. Und ein Vogelstein. Aua! Oh, es geht vom Schaden. Wo führt mich der Weg denn theoretisch hin, wenn ich jetzt hier einfach immer weitergehe? Würde mich jetzt doch mal interessieren, weil da ist ja die Karte dann irgendwann zu Ende. Was? Ich wurde angegriffen. Lass mich mal schnell Schutz suchen. Von wo? Ach, da! Ich wollte nur gucken, wo das hier hinführt. Schild mal. Ist das da dann der Weg, wo ich die beiden Amulettteile brauche? Hat er sich selbst da mit dem Feuer erwischt? Wäre witzig. Mal gucken, ob das da der große Aufzug ist, von dem die Rede war. Und der Drachen wohnt fett. Ich wollte gerade sagen, das ist meistens in der Nähe von Drachen, aber... Kann da wieder jemand reden? Wo bin ich denn jetzt? Ah, genau außerhalb meiner Karte. Hallo. Er ist dort irgendwo. Ein weiterer Pfad, der zurück zum Fuße des Erdenbaums führt. Ein uralter Tunnel. Okay. Der große Aufzug von Dektus. Dafür haben wir die beiden Medaillonhälften gesammelt. Einmal hochheben.
Okay, ich habe es irgendwann anscheinend wieder zusammengebastelt. Oder ich halte es einfach nur zusammen. Wobei ich mal vermuten würde, dass das hier wahrscheinlich dann Gebiet 4 ist. Mindestens. Weil wir die Teile ja aus dem letzten und aus dem nächsten Gebiet holen mussten dafür. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Hallo? Das Altus-Plateau. Also quasi einfach nur ein bisschen weiter oben, aber... Okay. Kann ich mich hier irgendwo in Ort der Gnade snacken? Und dann schnell wieder verschwinden? Nee? Okay. Das sieht echt hübsch aus, ja. Versuche halt irgendwo einen Ort der Gnade in der Ferne zu erspähen. Aber ich sehe einfach keinen. Hier auf der Rückseite vielleicht einer? Nee. Dann düse ich mal durch und hoffe, dass die mich in Ruhe lassen. Weil ich quasi über den Aufzug gekommen bin und damit ein gebetener Gast. Sie lassen mich zumindest kurz in Ruhe. Ich lasse jetzt wirklich einfach alles hier stehen und liegen. Ich will nur einen Ort der Gnade eben haben. Damit ich mich jederzeit hinporten kann. Aber interessant, dass hier nicht direkt von Anfang an was ist. Was mich mal interessieren würde. Wie viel Schaden mache ich denen? Wie hart sind die drauf? Also ich kann sie zumindest one-hitten mit einem. Der macht mir aber auch guten Schaden. Aber ich mache zumindest guten Schaden. Also sind nicht absolut OP hier. Nur so ein bisschen wahrscheinlich. Brrr. Ein bisschen Blut, okay. Hier wird ja wohl irgendwo ein Ort der Gnade sein. Ich dash hier mal schnell durch. Ich bin safe an irgendeinem vorbeigefahren oder geritten. Hilfe! Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Da ist ein Ort der Gnade. Schnell aktivieren. Okay, sie haben, glaube ich, keinen Bock mehr auf mich. Oh, eine goldene Saat. Noch eine goldene Saat. Wie nett. Oh, da hätten wir der Kartenpunkt gewesen. Ja, dann müssen wir nochmal zurückreiten. Wenn ich schon mal hier bin, dann will ich den jetzt auch mitnehmen. Guck, guck und tschüss.
Gas, Junge. Kann ich da rüberspringen einfach und mich hier oben ein bisschen verstecken? Ich hatte überlegt, ob ich da runtergehen möchte, aber bei den Bären bin ich mir jetzt auch nicht so ganz so sicher. Aber ich reite einfach recht weit außen. Ob ich da hochkomme? Moment. Spätestens hier nicht mehr. Na gut, es ist eher nur ein Weg runter. Dann halten wir uns jetzt einfach ein bisschen rechts und können einfach bei nächster Gelegenheit irgendwann mal rechts abbiegen. Um dann irgendwann mal Richtung Krater zu kommen. Geht's hier zu Krater? Ja, so ungefähr. Das sieht richtig hübsch aus, das Gebiet. So ein richtiger Herbstwald hier. Sternlicht, Bernstein. Okay. Oh, ist einfach nur so eine kleine versteckte Lichtung. Okay. Was ist denn das? Sternlicht, Bernstein? Ist ein Schlüssel-Item? Da. Eine Zutat für spezielle Trunke. Ein flüchtiger Splitter, der Bernsteinfarben leuchtet. Die Überreste einer Supernova. Wenn die Sterne und unser Schicksal leiten, dann bestimmen die bernsteinfarbenen Sterne wohl das Schicksal der Götter. Das zumindest glauben jene, die mit diesen Splittern einen ganz speziellen Trank brauen. Okay. Was ist da vorne? Alter Weißzahn. Oh, die haben mich gesehen. Na gut, dann weiter weg. Vorne ist noch mehr goldene Saat. Geil. Also haben wir gleich auf jeden Fall eine Flasche mehr, würde ich sagen. Zu dem will ich nicht. Da vorne. Na, nimm's mit. Die Karte vom Altus-Plateau. So, stellen wir uns einmal kurz in Sicherheit. Hoffen, dass wir auch wirklich in Sicherheit sind. Da oben ist ja auch noch was dann, ne? Also viel habe ich jetzt aber nicht gefunden. Na guck mal, da ist die Götterbrücke, wo ich mich schon mal hingeportet habe. Also zumindest von dem Plateau hier habe ich ein bisschen was gesehen. Jo. Links der Vulkan? Vielleicht. Wo gucke ich denn gerade hin? Ja. Könnte ein Vulkan sein. Aber gut. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Wir gehen zurück zum Hauptort der Akademie. Ich bin ja nur ein bisschen vom Weg abgekommen. So, ich möchte gerne eine weitere Flasche. Wie viel brauche ich jetzt? Immer noch drei? Ne, jetzt brauche ich vier. Habe ich eine heilige Träne? Nein, okay. 6 zu 4? Ist das richtig? Ja. Cool. 6 zu 4 ist ordentlich. So, würde mich interessieren. Kann ich jetzt hier rein, theoretisch? Das ist dann der nächste Dungeon. Geht der dann eher hoch oder eher runter? Hoch. Weil ich mich da echt frage, wo ist hier dieser... ich den ganzen Gebiet, den ganzen Teil jetzt auch noch vor mir habe dann. Die Akademie von Rhea Lucaria. Ja, jetzt komme ich hier in den Bereich rein. Ui. Das sieht das richtig gut aus. Mich würde mal interessieren, wie stark die Gegner hier sind. Und wie viel bringt es mir, dass ich in so einem wahrscheinlich magischen Gebiet selbst magisch kämpfe? Ah, da oben habe ich die Magier.
Aua. Fernkämpfer, ne? Vor allem, ich stehe direkt vor ihnen und trotzdem müssen die mich mit Magie bombardieren. Also einer von denen easy. Zwei von denen... Aber Magie geht eigentlich voll klar. Ich gehe da mal wieder, ne? Komme ich voll klar damit. Na gut. Aber wir wollen hier noch nicht rein. Wir wollen ja nämlich erst das ganz andere Gebiet erkunden. Ich wollte jetzt nur mal kurz reinschauen, wie das Gebiet so ist und ob wir das machen können. Aber ich denke mal schon, dass wir das hier als nächsten Hauptdungeon dann auch machen können. Das heißt, den Bereich lassen wir uns jetzt einmal weg. Den Sumpf haben wir soweit erkundet. Da ist ja dieser ganze Giftbereich noch, aber da oben drauf ist ja auch noch was, ne? Da waren wir ja auch nicht. Wenn man da mal den Katakomben. Lass mich da mal kurz importen. Da ist auch der Baum, wo, glaube ich, der erste Avatar war. Damit ich mich nämlich draußen nochmal umschauen, was das da hinten für ein Häuschen ist. Das ist nämlich schon ein bisschen länger her, dass wir hier waren. Nee, andere Richtung. Wobei, never mind, die Richtung. Sind wir hier eventuell sogar dem einen lahmen Opa-Dude gefolgt? Ach nee, das war das da oben, was uns hier runter gezeigt hat, dass wir hier hingehen sollen. Schon gar nicht mehr, wie wir überhaupt überall hingekommen sind. Das sind die ganzen Avatar-Dudes. Irgendwie war ich mal da oben. Da vorne ist das Gebäude, was ich jetzt nachchecken wollte, oder? Hören die mich noch? Nee. Ja, das da vorne wollte ich mal checken. Aber so bist du und war ich da schon mal. Baum hängen. Oh, no. Das sind die gleichen Dudes von eben. Die sehen auch interessant aus. Okay. Easy one hit. Ich sag's euch, wenn ich einen Dunkelschmiedestein Nummer 3 finde, ne? Dann ist... Ui. Das sieht ja stylisch aus, wie der kämpft. Dann ist die Party am Laufen. Ein Dunkelschmiedestein 3 und wir können uns irgendeine von unseren Waffen auf 5 bringen. So von plus 2 auf plus 5. Das Schaden wird einfach explodieren. Der konvertierte Turm. Aha. Das Wissen sei mit euch. Okay. Ein Kuckucksschimmerstein. Und das war's. Okay. Ist hier immer noch was versteckt. Wait, da oben ist doch noch was, oder? Komme ich irgendwie nach oben auf den Turm? Ja, natürlich komme ich nach oben auf den Turm. Ich wäre nicht ich, wenn ich mich nicht da hoch tricksen könnte. Beziehungsweise das ist wahrscheinlich der beabsichtigte Weg, da hoch sich zu tricksen, da hoch zu springen mit dem Pferd, aber... Ne? Ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht so oder so gemacht hätte. Wir haben ja
einen Dunkelschmiedestein 3 gefunden? Wann? Nein, haben wir nicht. Das wäre das Wissen, was ich haben wollte. Hier nochmal ein Speicherstein drin. Ja. In diesen Türmen sind, glaube ich, immer die Speichersteine einfach drin. Schade.